Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Let's-Play-Folge. Wenn ich richtig gezählt habe, sogar Minecraft-Let's-Play-Folge Nummer 20. Und passend zur 20 habe ich natürlich Minecraft mal geupdatet, dass wir auf der aktuellen Version sind. Nämlich 1.17.1. Ja, ne, was soll ich sagen, Leute? Ne, neues Update, neue Tiere, Höhlen-Update, neue Rohstoffe und vieles mehr. Und auch tatsächlich vieles mehr, da ich tatsächlich über eine Stunde gebraucht habe, um das Ganze, oder versucht hatte, um das Ganze laufen zu kriegen. Denn, ja, ne, ich benutze ja, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, eigentlich ja Mods hier in Singleplayer. Mods in diesem Sinne, dass es besser aussieht, zum Beispiel Optifine. Und ja, das Ding ist halt, Optifine hat hier halt immer einen Fehler geschmissen. Und tatsächlich, Leute, ich habe in dieser Stunde nicht geschafft, diesen Fehler zu korrigieren und weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran der Fehler ist. Ich glaube, das dauert ein paar Tage, bis das Ganze hier mal geklärt ist. Deswegen ist es in dieser Folge tatsächlich einfach mal Basic Minecraft mit Texturenpaket, aber kein Optifine. Ich kann nicht ranzoomen oder sonst irgendwas. Und ja, ich war dezent genervt und hätte das Spiel am liebsten deinstalliert. Aber es liegt ja an den Mods und nicht am Spiel selber, würde ich jetzt mal vermuten. Aber egal, Leute, was ist denn heute so geplant? Da wir keine Mods haben oder sonst irgendwas, ne? Also Troplet Basic, machen wir jetzt natürlich jetzt nicht krasse Sachen hier, ne? Was mir die letzten Folgen immer aufgefallen ist, ist jetzt tatsächlich, dass hier, wenn es Nacht ist, immer Monster kommen. Klar ist es schlecht beleuchtet oder nahezu gar nicht beleuchtet, aber es liegt auch daran, dass wir einfach keinen Zaun haben, der hier rundherum ist, ne? Ich meine, ich habe es hier mal angefangen. Ihr seht es hier, dass ich hier angefangen habe, den Zaun zu ziehen, aber trotzdem ist es ja kein kompletter Zaun. Und in dieser Folge würde ich sagen, dass wir mal so gesehen unseren Grundstück mal eingrenzen. Ich meine, wir haben ja hier über 2 Stacks von dem Holz. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, aber damit kann man schon mal ein großes Gebiet doch mal abgrenzen, würde ich mal sagen. Ja, das ist so der Plan, den ich jetzt hier habe. Ich meine, ich bin ja immer noch echt confused, einfach wegen des Optifine-Packages, was mich einfach wirklich in den Stich gelassen hat. Ey. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber egal. Passiert. Ich hoffe einfach, dass ich in der nächsten Folge das korrigiert habe. Fände ich auf jeden Fall super, weil dieses Ranzoom an die Tiere zum Beispiel fand ich eigentlich immer cool und ich kann das jetzt nicht mehr. Und das ist sehr schade. Ja. Aber egal. Irgendwann, ihr Kühe, irgendwann kann ich zu euch ranzoomen. So. Naja. Ich wollte schon sagen, war hier nicht mal eine dritte Kuh, aber die Babykuh hat sich wohl ein bisschen nach unten verabschiedet, ins Wasser. Geht mal eine Runde baden. Aber egal, so, also, ne, das Problem, wie auch schon eben besprochen, ne, die Monster haben uns auch, vor allem in der letzten Special-Folge so gesehen, echt vor Probleme gestellt, ne, also, ich weiß noch, wie der Creeper explodiert ist, so gesehen, bei mir zu Hause, und ich dachte so, ne, wenn jetzt wenn die zweite Kuh jetzt tot ist, ne, und der Esel, ne, dann werde ich zum Esel, so Motto, ne? Und zum Glück ist das ja nicht passiert, ne? Aber es war haarscharf. Und das hat mir gezeigt, okay, Leute, wir brauchen eigentlich Schutz, ne? Ohne Schutz geht hier halt nichts, ne? Deswegen bin ich jetzt hier drauf und dran zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach mal unsere Mauerarbeiter. Ich versuche das Ganze sowieso irgendwie auf so eine Art Level hier zu halten. Also später wird das alles hier angeflacht, soweit es geht, außer der Berg. Der Berg bleibt, ne? Der Berg ist cool. Ja, aber das ist jetzt erstmal so der Plan. In der Hoffnung, dass wir nicht von irgendwelchen Monstern gestört werden, die uns hier wieder das Leben schwer machen. Genau. So, ja gut, du kannst mal rein, du kannst mal. So, alles Unwichtige kann hier eigentlich mal rein. So, ja, du wächst hier ganz gut. Ihr dafür weniger. So, Schafe. Was geht? Okay, so. Da bunden wir uns erstmal hier ins Getümmel rein. So, ist jetzt die Frage, wollen wir... Eigentlich kann man das ja auch so machen, dass wir sagen, okay, hier machen wir mal kurz so eine Art Ecke, ne? So, wie weit wollen wir es eigentlich gehen lassen? Das ist jetzt so die Frage der Fragen. Na, jetzt müssen wir hier diskutieren, so gesehen, wie groß denn unser Grundstück denn später werden soll. Na. So, na, wenn wir sagen, okay, es wird jetzt hier einfach mal so groß. Jetzt schaffen wir das Ganze mal wieder. Bei.
Weil im Endeffekt müssen wir später, ne, selbst wenn sie eingemauert haben, alles ausleuchten. Und zwar krass ausleuchten, ne? Dass die Monster, selbst wenn Monster mal kommen, uns da keine Probleme bereiten. Ne? Weil, was hilft uns eine Mauer, wenn trotzdem dunkel ist und in der Dunkelheit die Monster ja spawnen können? Das hilft uns ja nicht viel. Aber ich würde mal sagen, das ist trotzdem erstmal ein wichtiger Schritt, um das Ganze hier, ups, das war der falsche Block, einzugrenzen. So, na, jetzt wird es schon wieder Nacht. Freude, Freude, Freude. Egal, das, die Reihe hier zum Baum mache ich noch zu Ende. Und danach würde ich sagen, gehen wir mal kurz schlafen. Denn auf Monsterbesuch habe ich mal weniger Lust seit der letzten Folge. Aber egal. So, au. Hab mir hier wehgetan. Was soll denn das denn? So. Schnell schlafen. Aber ich bin tatsächlich auch mal sehr gespannt, ne, auf der neuen Version. Ich meine, ein Höhlen-Update, ne? Ich habe natürlich schon Bilder gesehen, Videos etc. Ne? Und generell sieht das alles ja wirklich interessant aus. Und ich freue mich auch tatsächlich, ne, auf die ganzen Sachen. Aber, ne, alles steht, bei mir sind natürlich noch Fragezeichen, ne? Die neuen Erze weiß ich zum Beispiel nicht genau, was die jetzt bringen oder. Sind es überhaupt neue Erze oder die alten Erze nur irgendwie anders dargestellt? Wie gesagt, ich weiß nicht so viel. Also krass informiert habe ich jetzt noch nicht, weil noch gehe ich ja nicht meinen. Erstmal bin ich hier noch im Baumodus, sonst kann man es mal so sagen. Aber ich würde sagen, das wird sich bald sehr wahrscheinlich ändern. Aber egal, erstmal hier. Oh, natürlich. Die Axt ist kaputt gegangen. Egal. So, was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir auch hier das Gebiet begutachten. Jetzt haben wir hier so eine Kluft. Ja, die Kluft braucht man ja eigentlich eher weniger, ne? Also man könnte ja theoretisch erstmal hier so, jetzt habe ich eine extra Schaufel. Die Holzschaufel kann man eigentlich auch mal kaputt machen. So, jetzt haben wir hier so eine Kluft. Die Kluft geht aber, ne? So. Ja, das würde ich ja nicht auffüllen. Das wäre viel zu viel. Um es mal so zu sagen. Also man würde ja schon theoretisch hier so hoch gehen. Dann, ne, wäre hier so gesehen Schluss. Dann würde ich aber eher dazu hingehen, dass man sagt, okay, wir machen noch hierhin weiter. Dann würde man eher hierhin gehen. So, genau. So, jetzt kommt hier die Mauer hin, aber da das hier auch nach oben geht und ich ja gesagt habe, der Berg bleibt ja bestehen, werden wir das Ganze auch natürlich die Mauer hochsetzen. Aber ich schätze mal, dass das jetzt gerade sehr unnötig war, denn diese Plattform hier würde ich trotzdem auch noch auf eine Ebene halten. Das ist die Frage, ab wann wir den Berg hochgehen lassen, ne? So, machen wir erstmal hier weiter. Gewohnt. So. Genau. So. Sagen wir einfach mal, es wird ja hier erstmal, ne, diese Ebene wird dann so gesehen noch angeglichen. Und dann wird man anfangen, hier langsam hochzugehen. So. Aber auch nur langsam. So, ne, hier kann man schon fast anfangen, wieder auf diese Seite hinzugehen, weil hier geht's ja wieder, ne? Aber es hat nur die Frage, ab wann? So, das ist ja diese Höhe. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir mal hier so. Dann kommt das hier mal so weg. Ich weiß, wir haben jetzt, ne, wenn ich das alles mal eingegrenzt habe oder, ne, die Mauer mal irgendwann mal steht in Folge XY, ne, haben wir sehr, sehr viel Fläche, wo wir bauen können, was eigentlich cool ist. So. Genau, das füllen wir mal auf. So. Dann würde ich sagen, dass man hier dann anfängt auch. Hier ist wieder so eine Ecke. Dann füllen wir das theoretisch ja auch wieder hier auf. Genau. Und das Coole ist halt an unserer Plattform, die ist halt erhöht. Ne? Das gibt uns halt generell viele Möglichkeiten. Gute Möglichkeiten. So. Aber mal schauen, ne? So, wie viel Holz haben wir denn noch? Naja, nicht mal so viel. Also komplett umranden dachte ich sowieso nicht, dass das klappen würde. Bin ich ehrlich. So, aber egal.
So, na gut, ich hoffe, wir sind auch gleich hinüber. Aber erstmal müssen wir was essen hier. Erstmal was essen. So. Was ausgehungert hier, unglaublich. So. Schade, ne? Eigentlich können wir jetzt hier so mit Optifani durch die Map schauen und gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Aber nein, kann ich ja gar nicht. Oder nicht mehr. So. Na, ich höre euch eine Kuh, ja, da unten. Ja, natürlich bist du jetzt. Blöde Kuh. Hättest du vor ein paar Folgen mal kommen können, ne? Vor ein paar Folgen. Oder vor der letzten Folge. Hätte ich diese einstündige Reise nicht machen müssen. Egal. Ich habe ja nur ein paar Nerven verloren auf diesem Weg. So. Gut. Ja, hier geht es schon wieder Richtung nach da. Das bedeutet, man könnte. Man muss nicht, aber man könnte auch wieder mehr nach da gehen. Na, dass man hier so hingeht und sagt, okay, jetzt geht's hier bis nach da. Nehme ich das auch mit da. Danke, Kuh. Ich liebe dich. Bist mein Favorite Kuh. Hau ab. Hau ab! Du bist zu spät. So, egal. Genau. Ich würde sagen. Warte mal, wohin geht's denn hier eigentlich noch? Ja, wir müssen auch gucken. Also, das Haus steht ja da. Also, ne, die Mauer wird irgendwann. Also, es wird ja sowieso kein Quadrat. Ne? Das klappt sowieso nicht. Jetzt sind wir hier. Wenn wir jetzt hier weiter abbauen, müssten wir. Ich baue erstmal hier einfach mal weiter. Um genau zu wissen, wie das jetzt hier abläuft. Du mich auch, Kuh. Du mich auch. So. Also. Würde man das Ganze erstmal hier so durchbauen. Gerade. Hätten wir hier irgendwas verschenkt? Bisschen, aber nicht viel. Eine schwierige Entscheidung, sag ich ehrlich. Weil im Endeffekt hätte ich so überlegt, so hier ist ja unser Garten. Ob das so bleibt, ist noch die andere Frage, ne? Generell hat man ja auch schon viel Platz, um irgendwas Hausartiges zu bauen. So ist es nicht. Deswegen bin ich tatsächlich auch sehr unsicher. Ich ziehe es jetzt einfach mal hier durch. Ne, das kann man ja theoretisch später, wenn, warum auch immer, der Platz noch fehlt, hat man ja noch die Möglichkeit, es umzuändern. Was ich aber persönlich nicht glaube, ehrlich gesagt. So, egal. Genau. So, dann würde ich sagen, dass das hier dann so unsere Ecke ist, dass man dann hier erstmal weiter hingeht. So, jetzt müssen wir auch wegen unserem Haus gucken, weil das Haus ist ja, ich würde mal sagen, ein bisschen im Weg. Ne? Würden wir jetzt hier gerade durchbauen, würden wir durch unser Wohnzimmer bauen. Ne? Und da hier auch wieder relativ viel Ebene großflächig ist, würde ich auch hingehen und sagen, okay, das wird dann natürlich mit eingezäunt. So, da das Ganze aber erhöht ist, würde ich sagen, fangen wir erstmal auf der anderen Seite an, damit wir wissen, wo wir eigentlich rauskommen. Ne? Weil hier ist ja die Mauer etwas kleiner. So. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. So, das würde ich auch so, sofern das hier geht. Ja, okay, machen wir es doch anders. Ist alles improvisiert hier, Leute, ne? Glaubst du mir oder glaubst du nicht? Aber ich habe hier keinen Plan. Egal. So. Genau. Bauen wir uns hier erstmal hier so durch. Durch das Gestrüpp. Ich meine, die Bäume werden früher oder später hier abgesäbelt. Ja. So, wo stehen wir jetzt? Genau, wir sind jetzt gleich hier. So, Will. Wo würde ich jetzt hier die Linie ziehen? Ich glaube, die Linie würde ich Richtung hier ziehen. Dann würde alles passen. Ja, das kann man doch theoretisch mal machen. Ne? Würde ich jetzt hier so lang gehen und sagen, okay, hier ist Ende. Klar, ne, es kommen noch Tore in die Mauer rein, etc. Klar, aber das ist so Step, den man irgendwann anders mal machen kann. Für eine andere Folge XY. Ihr wisst Bescheid, Leute. So. Genau. Ich würde ja jetzt hier rauskommen. So. Ich bin ja sowieso am Überlegen, ob man
ob ich das Haus später vielleicht abreiße oder sowas. Das kann ja auch sein. Und da ich hier sowieso ein See war und die Vorstellung mir eigentlich gefällt, dass hier so eine Art See ist, dass ich hier den See erweitere, so gesehen. Ne? Aber das ist alles noch deutlich in der Zukunft. Also, ne, bis das mal wirklich passiert, dauert es, glaube ich, noch sehr lange. So. Uns steht ein Baum im Weg, wer hätte es gedacht. Egal, ich würde ja so gesehen hier die Mauer ziehen. Ne, ist jetzt hier die Niederlande, ne? Liegt unter Meeresspiegel. Ihr wisst Bescheid. Genau, jetzt haben wir gesagt, genau, das kommt jetzt hier so raus. So, es wird ja noch absolut viel Terraforming hier sein. Aber egal. So. Da die Ebene hier auch noch sehr flach ist, würde ich sagen, beanspruchen wir das auch noch. Klar, es wird hier später auch noch schöner gemacht, ne? Ein bisschen mehr Steigung an der Seite, damit das Ganze auch ein bisschen hübscher aussieht. So, da oben irgendwo fängt es an. Das bedeutet, wir werden gleich hier irgendwie. Ach, hi Biene. Du bist aber sehr weit weg von deinem Zuhause. Genau. Das würde man theoretisch dann vielleicht hier zum Baum machen. Ne, dann würde man hier so anfangen, in diese Richtung hier zu bauen. Genau, ist es hier so eben. Na, jetzt fängt man hier an hochzubauen. So. Und du wärst. Okay, du wärst schon ein bisschen seitlicher gekommen. Nein, dann wärst du vielleicht so. Okay, ich mach das hier einfach hier mal weiter. Genau, dann wärst du hier so. Gut, das muss ja sowieso irgendwann treppchenweise nach unten. So ist es nicht, ne? Aber dann wär's hier auf jeden Fall getroffen, ne? Also das wäre dann unser Gebiet. So, ja, viel Holz haben wir halt nicht mehr. Ich kann das noch blenden. Aber das Holzchen geht hier auch zur Neige. Mehr habe ich nicht mehr. Gut, wir haben es fast umrundet tatsächlich. Ich bin eigentlich begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Aber erstmal gehen wir wieder schlafen. So. Gut, also das wird uns ungefähr die Fläche sein, die wir später mal einmauern. Ich brauche noch sehr viel Blätter. Kann man schon fast sagen. Aber egal. Habe ich hier vielleicht noch ein bisschen Holz davon übrig? Sieht nicht so aus, ne? Okay, ich muss tatsächlich wieder Holz farmen gehen irgendwann. Aber egal. So, ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es schon wieder vorbei ist mit der Folge. Endeffekt, wir haben jetzt hier so gesehen die Grundfläche mal grob eingemauert. Ich meine, es ist ja wirklich viel Fläche, ne? Ich meine, können wir doch wirklich, wirklich viel hier gestalten, ne? Das meiste wird hier, ich sag's mal, an der Mauer gleich getan, außer der Berg. Der Berg bleibt auf jeden Fall, ne? Klar, modifiziert. Aber so kann man sich das Ganze hier vorstellen, ne? So groß wird das Ganze hier sein. Ein Zombie besucht uns auch noch. Der will auch noch Hallo sagen. Ich habe eine Karotte. Haben wir schon Karotten? Haben wir schon Karotten? Ja, jetzt bin ich aber gerade sehr neugierig, ob wir schon Karotten haben. Ja, das ist mal eine geile Sache. Wir haben Karotten gekriegt. Jetzt können wir Karotten anpflanzen. Hatten wir doch gar nicht. Ja, mit dieser geilen Nachricht oder mit diesem, ja, wie kann man sagen, Meilenstein in Minecraft, würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge. Wenn euch dieses Minecraft-Let's Play gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.